wir mal alle bisherigen Körper verwenden und zusammensetzen und schauen wir mal, was wir da zusammenbringen. Ich krieg's leider nicht so scharf, wie ich es gern hätte. Ich hab da so einen kleinen Pinguin. Sag ich immer dazu. Spaßhalber zum auf den Bleistift stecken. Den großen finde ich nicht mehr, aber den drucken wir jetzt nachher nochmal aus. Wenn wir das da gemacht haben. So. Der hat also einen großen. Dann machen wir es gleich so, wie wir es gesagt haben. Variable. Fein ist 50, lassen wir es jetzt. Dann machen wir als erstes den Körper. Der besteht unten aus einem Zylinder und oben aus einer Halbkugel. Wenn wir die drauf sitzen, die entsteht einfach. Also, Zylinder. Den mache ich jetzt einfach einmal. Durchmesser ist 20, dass wir irgendeine Größe da haben. Weil skalieren tue ich mir das nachher zum Schluss. Ja, da haben wir die vergessen. Machen wir einen quadratischen draus. H ist 20. $FN ist fein. Passt. Und auf den drauf setzen wir jetzt eine Kugel. Also, Sphäre. Die soll einen Durchmesser von 20 haben. $FN soll fein sein. Jetzt steckt man die da unten dran, gell? Ich möchte sie aber oben haben. Das heißt, ich muss sie dann nehmen. Translate. Leerzeichen. Und die muss ich jetzt in Z-Richtung verschieben. Und zwar ist ja das da genau die Äquatorebene. Also die Höhe ist 20, also muss ich es um 20 aufschieben. Und schon haben wir den da oben. So, und dann habe ich dem da so Quader dran gepoppt, die wie Ohrwascheln oder wie Ohrenschützer ausschauen. Naja, die sind gleich hoch wie der Zylinder. Also, Cube. Und zwar, muss ich mir das jetzt genau überlegen, gell? Die will ich also in Y-Richtung verschieben. Dann soll er nicht so groß sein wie der Zylinder. In X-Richtung machen wir das einfach mal. Zähne, man muss einfach schauen. Zähne, 20. Das könnte passen, aber wie gesagt, ich muss das ja verschieben. Translate. Und zwar in X-Richtung um minus 5. Hoppala. Und jetzt in Y-Richtung. Probieren wir es einmal um 5. Vielleicht machen wir doch nicht so hoch. Mir kommt auch der Zylinder ein bisschen zu hoch vor, aber. So, und wenn ich diesen Quader jetzt da habe, dann kopiere ich das einfach. Und tue ihn jetzt nicht um. So. Weil wir ja die Quaderbreite da auch noch mit berücksichtigen müssen. Schaut das schön aus? Oder war das jetzt zu weit? Wenn ich da nur 12 mache. Oder 13. Dann sind das beim anderen 3. Ich glaube, das schaut mir so besser aus. Und dann habe ich da gemacht zwei Zylinder für die Augen. Das wird jetzt ein bisschen gefinkelt, gell? Also, ich mache mal einen Zylinder.
Durchmesser ist 5. Beistrich Höhe ist 20. Beistrich $FN ist fein. Und wenn ich das jetzt da zeichnen würde, dann hätte ich da nichts sehen. Da kann ich F5 drücken und da ist der Zylinder. Gell? Deswegen muss man den gleich verschieben. Jetzt da vertippt. Translate. Und zwar verschiebe ich mir den jetzt einmal in X-Richtung um, schauen wir mal, 10. Und in Y-Richtung um 5. Eher 3. Und damit das aber einen Sinn ergibt, gell, muss ich den ganzen Zylinder rotieren. Rotate. Und zwar um die Y-Achse. Okay, jetzt hat man natürlich dieses verschobene. Wow. Jetzt wird es interessant. Das heißt, diese X-Verschiebung brauche ich da nicht. Oder sie muss eigentlich in die andere Richtung gehen. Jawohl, da kommt er hin. Hoppala. Gleich schaut er mir an. Machen wir das vielleicht 4? Ja, genau. Steuerung C. Steuerung V. Jetzt habe ich den gleichen. Und den muss ich jetzt aber woanders hin verschieben. Daher nämlich. Und da sehe ich schon, das ist jetzt, das stemmt zu weit heraus, die Augen. Das ist ja fast wie bei den Minions. Das heißt, die Höhe, wenn wir da ein bisschen verändern. War das zu viel? Na wohl, das schaut gut aus. Die Augen von dem kleinen Ding. Ja, und dann machen wir das Ganze fast noch einmal. Also müssen wir da hinschreiben. Zylinder und Sphäre. Das ist also der Körper. Das sind die Ohrenschützer. Das sind die Augen. Jetzt kommt die Nase. Also, das wird auch wieder ein Zylinder. Und zwar einer mit unterschiedlichen Höhen. Gell? Also D1 ist gleich wie der obere, da haben wir gesagt 5. D2 ist 0. H ist 11. $FN ist fein. Und dann wieder rotate das Ganze um die Y-Achse. Jetzt sehen wir schon einmal, gell, da unten ist er schon. Jetzt können wir uns da spielen. Translate. Passt. Und nachdem mein Ding da oben so eine Pickelhaube hat, das lässt sich aber nicht gut
Naja, ich mache es jetzt dazu. Nase. Schopf. Schauen wir mal, was uns da alles einfällt. Okay, ich kann mir den Zylinder da kopieren. Ich kann das da schon einmal auf verschieben. Und muss man nur überlegen, wie weit muss ich das jetzt verschieben? Auf jeden Fall nur in Z-Richtung. 20 plus 10 ist 30. Wenn ich den um 30 verschiebe, dann habe ich da das Problem, dass für ein 3D-Modell das nicht gut geeignet ist. Nehmen wir einfach mal 29 und schon ist er drin. Könnte 28 auch nehmen, dann wird er halt kleiner. Hauptsache, das ist da lückenlos. Der Spitz war ungut, also ich mache da jetzt eher, wenn der eine 5 ist, 2,5, aber dafür halt dann nicht so hoch. So. Da ist er. Das allerletzte, was ich dann noch brauche, das ist praktisch der Hohlraum unten. Der ist nichts anderes als wie ein Zylinder, Durchmesser. Der obere war 20, dann machen wir den jetzt 15. Die Höhe soll aber gleich sein wie der obere, 20. $FN ist fein und schon ist er da. Sägen tun wir noch nicht. Weil eigentlich müsste das ja so funktionieren, dass ich diesen Hohlraum Steuerung X da weg tue. Und da rein tue. Und davor einfach sage Difference von dem bis daher. Ja, siehst du? Okay, man sieht schon, das ist zwar da, ich kann da hineingehen. Jetzt bin ich da irgendwie innen drinnen. Aber das ist da unbefriedigend. Also muss ich diesen zweiten Zylinder, den ich da subtrahiert habe, ein bisschen verschieben. Translate. Ich probiere es jetzt einmal so, dass ich sage Union, das ist ein Teil. So. Und dann sage ich Difference. So war das. Mit dem Union habe ich da praktisch das alles da als einen Körper gemacht. Also bis zum Haarschopf. Dann habe ich ein nächstes Modell gemacht, nämlich den Hohlraum. Und dann habe ich nicht mehr sagen brauchen, die Differenz zwischen dem Körper und dem Hohlraum. Und damit habe ich mein Aufsteckteil. Mit dem kann ich jetzt arbeiten. Und das kann ich mir so skalieren, dass da unten der Durchmesser da reinpasst. Okay. Wir kennen ihn, den Pauli, der macht da gern mit, gell? Und zwar in Z-Richtung um.
bist nass. Boah. Teilnehmer im Wet Cat Contest, ha? Mir fehlen da nur mehr ganz wenige Sachen. Minus 1. Oh, jetzt muss ich geschwind nachschauen, wie das geht.